Hallo Leute und willkommen zu Zensiert, dem Format, wo wir uns OCG Artworks anschauen und uns fragen, wieso Konami eigentlich so viel Quatsch mit unseren Artworks anstellt. Dieses Mal mit Dark Crisis, einem Set, das am 1. Dezember 2003 in Nordamerika erschienen ist. Wir haben es erst 4 Jahre später bekommen, 2007. War damals noch nie so ein großes Problem, denn man durfte ja auch Karten spielen, die im eigenen Raum nicht erschienen sind. Also man durfte auch amerikanische Karten spielen, fand ich damals ganz nett. Hier gibt es coole Karten drin. Vampirlord ist eine davon, Didi Warrior Lady eine andere und der Elmar Schmetterlingsdolch. Eine Karte, die auch heute noch auf der Limited List als verboten aufgeführt ist. Ja, nochmal kurz für die, die neu im Format sind oder einfach als Repetition. Wir haben mehrere Gründe, warum Karten zensiert werden können. Das eine ist die religiöse Korrektheit von Konami, die man durchsetzen will. Dann gibt es Karten, die ein bisschen zu gewalttätig sind, solche, die Waffen zeigen. Solche, die ein bisschen zu freizügig sind, die zu viel Haut zeigen. Einige Karten werden auch komplett ausgetauscht, weil das Bild irgendwie nicht passt. Das ist dann meistens eine Kombination aus mehreren Sachen. Also vielleicht ist es ein gewalttätiges Bild, das man nicht zensieren wollte, sondern man hat es gleich ganz ausgetauscht. Das gibt es relativ oft mal. Dann die japanischen Zeichen in Kartenbildern werden meistens übersetzt, damit wir die auch lesen können. Und dann gibt es noch so ein bisschen die Freaks unter den Zensuren, die man nirgendwo so richtig einordnen kann, weil sie einfach ja nicht offensichtlich sind oder in eine Kategorie gehören, die ja hier eben nicht dazugehört. Jedenfalls haben wir in diesem Set 8 Zensuren, die wir uns heute gemeinsam anschauen werden. Da gibt es einiges zu entdecken, viele, viele kleine Dinge, die ihr vielleicht so noch gar nicht gesehen habt. Ich war ziemlich überrascht, als ich das Video hier gemacht habe, wie viele Kleinigkeiten Konami da zensiert hat. Es gibt wirklich viel zu entdecken und deshalb würde ich sagen, legen wir gleich los mit dem Pakt mit dem Dunklen Herrscher. Ja, eine Karte, auf der der Dunkle Herrscher Hades drauf ist. Ihr kennt das Spielchen mittlerweile. Der Typ hat eigentlich Hörner und die Hörner darf er aber nicht behalten, denn die Hörner fliegen weg. Dafür bekommt er 2 Edelsteine. Ja, kann man auch machen. Warum eigentlich nicht? Genug vom Dunklen Herrscher Hades, gehen wir weiter zur nächsten Karte. Dem Räuber der Waffenkammer. Ja, das ist ein Artwork, da musste ich echt mit der Lupe dahinter, um zu sehen, was man da alles zensiert hat. Eines davon ist relativ offensichtlich. Ich blende mir mal kurz das TCG-Artwork ein, vielleicht findet ihr es ja gleich selbst schon. Unten zwischen dieser vermummten Figur, übrigens da gerade die Zwillingsschwerter klaut, und der Tür, die aufgebrochen wurde, seht ihr diesen Patronengürtel liegen. Gefällt Konami nicht, wenn da Patronen rumliegen. Donzel Luke durfte seine beispielsweise behalten, auch wenn er jetzt Schwerter hat. Wenn er da rumliegt, ist das natürlich was ganz anderes. Das muss sofort zensiert werden. Muss man nicht verstehen. Jedenfalls gibt es hier aber noch eine weitere Zensur. Und die zu sehen und zu finden, ist echt nicht ganz so einfach. Habt ihr sie schon entdeckt? Nein? Gut, ich helfe euch. Es gibt da hinten eine Waffe. Ja, da gibt es viele Waffen, ist eine Waffenkammer, logisch. Aber da hinten ist eine Schusswaffe und Schusswaffen bei Konami, nee, das geht nicht. Da darf ein ganzer Raum voll sein mit Schwertern, aber eine Schusswaffe, nee, keine Chance. Das muss sofort raus. Ich weiß, man sieht es auch jetzt nicht gut, darum habe ich es euch mal ein bisschen vergrößert. Ich glaube, hier kann man es erkennen. Ihr seht da, ja, dieses schwarze Etwas, das nach oben lugt und auf dem TCG-Artwork dann eben fehlt. Und das scheint der Lauf einer Waffe zu sein. Von der Form her könnte es sowas wie eine Kalaschnikow sein. Irgendein Sturmgewehr, würde ich meinen. Und Konami fand das wohl nicht so toll und hat es dann aus der Waffenkammer rausgeworfen. Der arme Kerl, der diese Waffenkammer besitzt. Naja, nächste Karte. Narben des Kampfes. Ja, hier kommt man relativ schnell drauf, was man zensiert haben könnte. Wir sehen da ein Erzunterweltler, der gerade gegen den plündernden Hauptmann kämpft und ihn da am Kopf trifft. Und wenn man jemanden am Kopf trifft mit so scharfen Klauen, dann spritzt nun mal Blut. Naja, Konami findet Blut nicht toll, also spritzt ihm jetzt irgendwas Grünes aus dem Kopf. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde. Sieht irgendwie ungesund aus. Naja, ich weiß ja nicht. Nächste Karte, Vertrag mit Exodia. Was könnte man da wohl geändert haben? Die Karte bietet einiges, es hat Grabsteine drauf, Exodia ist drauf, die bietet auch ein paar Symbole, die man anpassen könnte.
Knackpunkt waren aber die Grabsteine hier, diese Symbole, die ihr darauf seht. Da muss ich jetzt mal noch dazu sagen, in Dark Crisis gab es diese Grabsteine, genauso wie sie im OCG sind, auch im TCG. Also in diesem Set waren diese Schlüssel des Lebens, diese Angstschlüssel, die waren drauf. Zensiert haben die erst ab Duelist Revolution 1. Da wir aber diese ganzen Reprint-Sets nie anschauen werden, oder voraussichtlich nie anschauen werden, weil es halt einfach nochmal dasselbe ist, bringe ich euch das jetzt hier, sage euch das hier nochmal. Und ja, man sieht hier, wie inkonstant auch Konami arbeitet. Einmal sind die Schlüssel okay, oder man hat sie einfach übersehen, was ich eigentlich irgendwie nicht glaube. Denn die Waffe vorhin, die hat man auch gesehen. Und das war dann doch schon etwas, was man eher suchen muss als diese Symbole hier. Und im nächsten Set, wo man sie reprintet, sind dann diese Schlüsselchen absolut nicht mehr tragbar und müssen sofort von diesen Grabsteinen entfernt werden. Naja, Konami eben. Wo wir gerade bei Exodia sind, Exodia Necros, auch da kann man was ausradieren, zensieren, verändern, bearbeiten. Nämlich hat sie auf der Brust eben diesen Angstschlüssel, den wir vorhin schon gesehen haben. Das ist das ägyptische Symbol für Wiedergeburt oder für Leben, ganz allgemein. Und Konami mag das Symbol im TCG nicht. Ich weiß nicht wieso, ob man damit irgendwie den Ägyptern nicht auf die Füße treten will oder einfach sagt, ja gut, es ist ein religiöses Symbol, wir zensieren auch andere religiöse Dinge, schmeißen wir gleich raus. Jedenfalls hat man es angepasst und lustig gemacht. Man hat ihm oben dran so eine Art Band verpasst, unten hat man irgendwie was drüber gestülpt, also man erkennt den Schlüssel nach wie vor. Er sieht einfach nur anders aus. Nächste Karte, Strahl der Hoffnung. Ja, auch da muss man genau hinschauen, wenn man es sehen will. Wir sehen da diese zwei Feenmonster. Ich glaube, das eine ist Happy Lover, die da gerade mit einem gleißenden Strahl Licht Richtung Himmel aufsteigen und sich Hoffnung machen dürfen, es da gemütlich zu haben. Jetzt sind das, wie gesagt, Feen. Was hat man jetzt hier im TCG-Artwork geändert? Naja, also sage ich bei Feen immer relativ eindeutig. Auch wenn man es bei dem hier sehr, sehr schlecht sieht. Das Ding hat nämlich einen Heiligenschein. Wenn ihr mal den Engel unten links anschaut, da gibt es so eine kleine, kreisförmige Form über seinem Kopf. Man muss genau hinschauen, aber es ist ein Heiligenschein. Und den darf er natürlich nicht behalten, weil Heiligenscheine sind was absolut Böses im TCG. Das ist etwas, das geht gar nicht. Kräfte rauben. Ja, wen sehen wir da zum weiß ich wievielten Mal? Es ist Hades. Und Hades, wie gesagt, Hades darf keine Hörner haben. Da freut es Konami nicht, ein paar Kröten springen zu lassen und ihm ein paar Edelsteine in den Kopf zu setzen und dafür die Hörner abzusäbeln. Naja, wenn man denn nichts Besseres zu tun hat, okay, kann man machen. Die nächste Karte, Zauberreproduktion, ist wieder relativ eindeutig. Wir haben da ein Hexagramm drauf. Konami mag dieses Symbol absolut nicht, eben weil es mit dem Okkulten in Verbindung steht und oder in Verbindung gebracht wird und zensiert das gerne mal. Und die Karte stammt aus einer Zeit, in der der Bannkreis relativ neu war, relativ populär war. Und man hat dann relativ schnell mal angefangen, alles, was ein Hexagramm oder so ein Bannsiegel drauf hat, mit dem Bannkreis-Symbol zu ersetzen. Und das schaut im TCG dann so aus. Ja, ist auch nicht übel. Ich finde das Hexagramm irgendwie ein bisschen stimmiger, einfach weil es so schön mit der einen Spitze aus diesem Krug rauskommt. Das passt für mich ein bisschen besser als dieser Kreis da. Aber naja, sieht auch nicht schlecht aus. Das war's schon mit den Zensuren in diesem Set. Wir haben insgesamt, wie gesagt, 8 Stück an der Zahl und wie immer am Ende dieser Videoreihe müssen wir die jetzt noch in die Kategorien einteilen. Wer gehört wohin? Ja, ist diesmal relativ einfach. Wir haben 6 Zensuren aus religiösen Gründen, die schieben wir gleich mal darüber. Wir haben einmal die Waffe, die man wirklich mit der Lupe suchen muss. Eigentlich tut mir der Besitzer dieser Waffenkammer echt leid, da wird er ausgeraubt und die Waffe nimmt ihm Konami nachher auch noch weg. Naja, man kann nicht alles haben. Und dann gibt es noch die Gewaltzensur wegen dem plündernden Hauptmann, der jetzt so ausschaut, als würde ihm grünes Gelee aus dem Kopf spritzen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gesund sein kann.
Naja, jedenfalls danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Schreibt doch auch einen Kommentar, welche Zensur ihr am komischsten findet, welche ihr am besten findet, was euch an welchem Artwork am besten gefällt. Und lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, empfiehlt sich ein Abo. Einfach unten auf den Abo-Knopf klicken. Kostet nichts, ist gratis und ihr verpasst nicht die nächste Ausgabe von Zensiert. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, Leute.